liebe Zuschauer, wir haben hier 3 von den 5 Torschützenköniginnen in dieser Saison. Tirina Brütsch von Luzern, Kara Curtin und Christina Maxuti. Well, let's go to you guys. I have no authority whatsoever to do that, but I congratulate you all on that conjunct prize of 17 goals. What can be said about it? Christina, I know you scored one that wasn't counted. You had that penalty. Yeah. How does it feel now? It wasn't meant to be today, I guess. I'm proud to share the award with so many great players. I wish I scored that penalty for my team so we could get the win, and obviously for me personally, but I'm happy to score 17, 18 goals this season and to be with this group of girls and, you know, to end a season on a success. Kara, what about you? You played the full 90. You got that goal right at the end. Did you still believe in it when you were moved to the wing for this one? Was I what? When you were moved to the wing. To make room for me. Oh, yeah. No, actually, I like playing on the wing a lot more than the middle. And I'm bummed I didn't make those chances back there, but I'm happy I finally got one at the end. Irina, bei dir, du hast nicht können spielen. Wie ist das für dich gewesen, wenn man sieht, ich bin zuoberst auf der Liste, ich weiss, es ist dir nicht am wichtigsten, aber es ist gleich mühsam und dann siehst du, Christina spielt nicht, denkst du, vielleicht, und dann passiert es auch gleich, alle anderen haben auch gleich für Goal. Ja, ich denke eben, sicher eigentlich habe ich nicht können spielen, aber ich denke, da sieht man, dass es nicht lange allein wäre der Penalty vielleicht rein. Es zeigt, dass es eine Teamleistung ist und darum, ich freue mich sicher, aber eben, es ist definitiv nicht nur meine eigene Arbeit dahinter. You guys have any words for the 2 other girls who actually also scored 17? Did you wish they wouldn't have scored those? It's a good number, huh? It's a good number, which we aren't going to see in Switzerland anymore, worn by you. I'm happy that all of us had good seasons and, you know, 17 goals is a lot. And so to have so many players scoring that many goals, it's good for the league. It's great for Switzerland. So, I mean, congrats to everybody here. It's been a fun season and a tight race for everybody. So, yeah, I mean, hopefully more goals next season. Yeah. I think that's a good word to finish on. Thank you guys and congratulations. Well, Lana, long season, tough season, but you guys made it. Champions League. Also got a point in the last game here. How did that feel this season with Lugano? I think it was a great experience. I didn't really know what to expect coming in here, since it's my first season playing abroad. But I love the team, I love the girls, and I'm really proud of the effort we put in to clinch a spot in the prelims of the Champions League. If we're looking at this game, it's against Lucerne. Most games against Lucerne were tied, that's why they were also on your back, on your heels, mm-hmm. until the very end to clinch that Champions League spot. Today, a draw, do you think that feels more like a victory, or could you guys have done a little more? The only reason it doesn't feel like a true victory is because we had the win until the last maybe 2 minutes of the game. But overall, it was a hot day. I'm really proud of the effort that everyone put in. Like, we did what had to be done, and I'm really proud of that. We saw you throughout the season pulling a lot of strings in that team to get the balls up forward. And then you had 2 teammates who scored a lot of goals. Yes. Both then were equal in the end, 17 goals each. How important is it to have those backing you up? I think it's really important because you want to be able to play the ball forward and be rewarded for it. And Christina and Kara and everyone else, they do their best effort to reward us by scoring goals, and we really appreciate that. Nothing more I could ask from them. They're two really great players. We have now experienced an American connection in Lugano, mm-hmm. and I think it's going to stay on for a while. For future players and bowlers in the U.S. who might think, well, maybe I go to Switzerland and spend some time there playing in the top tier, would you recommend it? I would recommend it. This was an amazing experience in a beautiful city. It was just a really, really great segue into playing overseas because we had to learn Italian, but I was also surrounded by a lot of people who spoke English. And for me, I liked that. I think it was a great experience. I would recommend it.
I had a glimpse into some notebooks of a lot of scouts all over Europe. Alana O'Neill is a name that popped up here and there. What can you tell us about next season? Are you going to still be playing here, playing Champions League with us? Yes, I am planning on staying with Lugano, and I'm really excited to play in the prelims of Champions League. Do you reckon you guys make it into the eliminatory rounds? Yes, yes, I think we will. If we play the best we can and play with all our heart and all of that, I think we're definitely able to do that. Also shooting for the championship? You know, we can dream, for sure. We'll do our best. We'll do everything we can to do what we have to do on the field. Well, Alana, thank you. Thank you for the season. Appreciate your optimism also. We don't get that too much around here in Switzerland. Have a nice holiday. Thank you. I appreciate it. Frau Müller, das letzte Mal habe ich Sie verwirrt mit einem schlechten Witz über Gelb-Schwarz anlegen. Das war ein Jahr her. Sie haben dort gerade Ihren ersten Match gespielt für Luzern. Jetzt haben Sie die ganze Saison gespielt, sind wichtig in dieser Saison, haben gefehlt in gewissen Momenten. Was ist Ihr Fazit? Ja, wir haben sicher die Saison super angefangen in der Vorrunde. Dann in der Rückrunde hat es irgendwie nicht mehr so funktioniert richtig, aber wir können auch nicht genau sagen, warum. Und ich sage, wir müssen daran arbeiten. Wir haben eine schwierige Zeit gehabt, auch vom Kader her immer wieder ein paar ausgefallen und alles. Aber ich denke, schlussendlich können wir stolz auf uns sein. Und jetzt auch noch heute, wie wir alle noch mal gekämpft haben, ist sicher eine souveräne Leistung gewesen. Genau, Sie sagen heute, der Match ein bisschen umkämpft, ein bisschen träge in gewissen Momenten. Sie sind Mittelfeldregisseurin bei Luzern. Wieso war es für Sie schwierig, die Offensive doch ein bisschen besser zu bestücken mit Ball? Ja, es war wirklich ein schwierig, gegen Führer zu spielen. Ich sage, vielleicht haben wir einmal ein bisschen die gleiche Idee gehabt vorher. Es sind vielleicht alle miteinander entgegengekommen und alle miteinander weg. Und wir haben wie nicht die Balance gehabt. Und durch das war es ein bisschen schwierig gewesen. Und dann halt ein bisschen die Zone 3 ein bisschen träge. Und ja, das war sicher ein bisschen schwierig gewesen. Jetzt frage ich ganz frech, vermissen Sie den Wieler und Bern noch so fest oder ist man jetzt zu Luzern schon daheim? Schon eher daheim. Ich habe alles hier jetzt, also alles auf Luzern her. Und klar, wir vermissen sicher immer ein bisschen den Altverein, aber meine Heimat ist jetzt Luzern. Für Ihre Kolleginnen geht es jetzt in die Ferien. Für Sie darf es noch nicht zu viel Ferien geben. Sie dürfen Ihren Geburtstag, übrigens Happy Birthday, noch nicht nachher feiern, weil es geht noch mal auf Serbien mit der Schweizer Nazi. Sie haben lange daran gearbeitet, zurück in die Nazi zu kommen, haben das dann können, haben sich dann blöd verletzt beim letzten Match. Gerade am Anfang haben sie nicht mal zeigen, wie gut sie sind. Was malen Sie sich aus dem Zusammenzug jetzt aus, wo Sie eine der erfahrensten Spielerinnen sind? Sicher weitermachen wie vorher und sicher auch ein bisschen Verantwortung können übernehmen und den jungen Neuen, die kommen, helfen und auch eben so ein bisschen die Spielweise zeigen, die wir jetzt die letzten paar Spiele eigentlich gelernt haben in den Training. Weitermachen wie vorher heisst beim Nils Nielsen, linke Aussenverteidigerin. Aber Sie haben auch schon mal im Mittelfeld gespielt. Ich habe Sie jetzt vorsichtshalber ins Mittelfeld geschrieben. Was werden Sie spielen? Was ich spielen werde, kann ich nicht sagen. Das wird schlussendlich der Nils entscheiden. Und ich nehme jeden Platz, den ich darf haben. Ja gut, dann wünsche ich für Erfolg und schöne Ferien. Merci. Stefania, adesso c'è finito. Molti ponti. Buon calcio che abbiamo visto e la Champions. Qual è l'emozione al fine di questa stagione? È un'emozione forte, un'emozione intensa, è stata molto combattuta, non per il primo posto perché Zurigo ha preso il largo, però per le contendenti al secondo posto è stata molto combattuta. E già a Lucerna, quando abbiamo conquistato il secondo posto matematico, abbiamo festeggiato. Però volevamo chiudere bene la stagione, pur dando più spazio a chi ha giocato meno. Siamo riusciti comunque a fare due belle partite, sia contro Young Boys che questa sera contro Lucerna, magari giocando non proprio bene, però portando a casa altri punti preziosi. Ho parlato con Alana e mi ha detto che la prossima stagione c'è l'obiettivo uno di fare la Champions, la fase di eliminazione, ma è anche fare la vita molto difficile per Zurigo.
Sì, è bello che le ragazze abbiano questo entusiasmo e quando si scende in campo si scende sempre per vincere, quindi è bello pensare di poter combattere sia per la Champions che per il primo posto. E in questo momento Zurigo ha sicuramente qualcosa in più, però si può lavorare, magari con qualche nuovo innesto non è detto che si possa fare. E per te, tu è arrivata nell'inverno e adesso tu vai restare qua, tu vai a prendere questa equipa alla Champions? Ma non mi sono ancora fermata un attimo a pensare, nel senso che ho fatto fatica a arrivare a fine stagione perché l'impegno è molto importante e sono arrivata alla fine molto stanca perché io lavoro tutta la settimana in Italia e sono una lavoratrice a tempo pieno e quindi poi alla sera devo venire al campo e diventa un secondo lavoro e quindi è difficile. È chiaro che faccio questo lavoro, tra virgolette, da allenatore da una quindicina d'anni. Sono nel malambiente del calcio da tanti di più e questo è un sogno che si realizza. Qualificarsi per la Champions e partecipare alla Champions sicuramente mi piacerebbe. Però intanto non ho ancora parlato con la società e quindi non so nemmeno quali che possano essere le loro scelte. E poi adesso che abbiamo finito mi prendo qualche giorno per capire che cosa posso realmente dare ancora a questa squadra proprio perché gli impegni sono veramente importanti. Ma è già triste che sia stato qua un uomo, un allenatore. Io non avevo ricevuto questa risposta perché un allenatore, lui lavora al 100% a tempo pieno e nel football, e nel calcio. Sì, no, ma quello è chiaro, però bisogna analizzare un po' tutta la situazione, come ci siamo arrivati e con il supporto che ho avuto o che magari è mancato. Io lascio aperto qualsiasi strada, ripeto, è stata impegnativa la stagione arrivare a questo punto, ma non è il primo anno, sono 5 anni che sono a Lugano e 5 anni che comunque lavoro e sono sul campo, però sono 5 anni e questo sarebbe il momento migliore sicuramente per restare. Però mi riservo di valutare più avanti, innanzitutto la prima cosa è parlare con la società e poi ci ragioniamo. Stefania, grazie, buone vacanze, io spero di rivederti nella prossima stagione. Va bene, grazie per l'augurio, grazie a voi. Glenn, schließt der Kreis. Wir sind verrossen, die Sonne scheint, dein Team schießt per Eckball, per Standard das Goal. Harte Saison gesehen, das 1-1 mehr als verdient heute. Fazit? Ja, die Tabelle lügt nie am Ende der Saison. Für mich ist es ein sinnbildlicher Match wieder. Wir sind irgendwie im Schongang innen, wieder, bis wir das Goal bekommen. Dann können wir irgendwie gleich wieder reagieren. Du siehst also, dass irgendwie für mich einfach Reserven rum sind und wir nicht in der Lage sind, die reinzuhauen, solange das die nicht unter allen Umständen braucht. Wir sind viel zu viel in der Komfortzone innen. Ja, schlussendlich eben. Ich sage, einfach den Sieg zu erzwingen. Wenn du den Match jetzt heute anschaust, musst du sagen, du musst jetzt einfach die schlagen und sagen, hey, dann kannst du den vierten Platz sichern. Klar, es geht in dem Sinne um nichts mehr. Oder? Solange dass du nicht europäisch kannst shooten im Frauenfußball, wenn du nicht unter die ersten zwei kommst, dann ist der Anreiz irgendwie klein. Es ist für mich auch schwierig als Trainer, Motivation da hoch zu behalten. Aber ja, es widerspiegelt so ein bisschen die ganze Saison von uns. Wir waren in einer Lethargie jetzt gegen Schluss, wo wir einfach so phasenweise wieder so einzelne Punkte können setzen, wo wir rausgekommen sind. Aber schlussendlich über die ganze Rückrunde hinweg sind einfach zu wenig. Die Rückrunde ist sicherlich ein bisschen ein Dämpfer für eure Stimmung. Aber eben, die gute Arbeit die dürfen wir nicht vergessen. Wir haben bis vor 2 Wochen noch um den Champions League Platz mitgespielt. Jetzt geht es das Team Ruhe, dann aufbauen und nächste Saison angreifen. Wie weit weg ist das noch in deinem Kopf? Ja, überhaupt nicht weit, weil ich bin eigentlich seit 3 Wochen schon völlig, ich kann fast nicht sagen, abgeschlossen mit dieser Saison, aber ich bin schon so in der neuen Saison in der Planung.
Weil ich einfach sage, das darf uns so nicht mehr passieren, dass wir so eine Rückrunde spielen, dass wir so eben, eigentlich eine gute Vorrunde aus der Hand geben. Und eben, ich bin eher schon mich kritisch hinterfragt, was kannst du verbessern, wie ich jeden Stein eigentlich umdreht. Und ja, schlussendlich ist immer, ich versuche meinen Part so weit wie es geht zu optimieren. Ich hoffe, dass auch die Frauen ja, jetzt die Pause nutzen, um mal sich selber an den Spiegel vorhalten und sagen, hey, was kann ich eventuell anders machen als Spielerin, dass ich ja, schlussendlich eben, dass solche Sachen nicht mehr passieren, wie es jetzt passiert ist. Weil, ich sage nach wie vor, wenn man ein bisschen Konstanz gehabt in dieser Rückrunde, dann wäre es sehr interessant geworden. Oder? Aber schlussendlich, Lugano qualifiziert sich jetzt für die Champions League. Und wenn ich die vier Matches gegen sie anschaue, so gewinnen wir zweimal. Und jetzt heute, meiner Meinung nach, bist eigentlich auch, klar, heute ist es nicht mehr um gross viel gegangen, aber bist eigentlich auch wieder ein besseres Team. Also, die Gratwanderung an die Spitzen ist relativ schmal. Wenn wir jetzt eben schauen auf die Saison, wo dann kommt, was werden wir Veränderungen sehen beim FC Luzern, wo du jetzt in den letzten drei Wochen schon vorbereitet bist? Ja, es geht mehr darum, dass man die Ferienplanung hat, dass man individuell auf jede Spielerin eingeht, weil wenn man schlussendlich alle gleich belastet, die Schüler können erst im Juli in die Ferien gehen, das heisst, du musst mit denen anders planen, weil sonst kommen die schon wieder mit irgendwie zwei Wochen Rückstand von der Vorbereitung in die Saison rein und dann ist nachher alle auf völlig einem anderen Level und der Start ist schon, ja, ich sage, nicht ideal. Wenn jemand die ganze Zeit rum ist und eine längere Vorbereitung macht, ist die Person nachher verletzt oder schon wieder ausbrennt mental, weil sie zu viel gemacht hat. Und das sind vor allem Sachen, die mit der Planung zu tun haben. Also ich habe gesagt, hey, mein Ziel ist, dass möglichst jede Spielerin dann an dem Tag, wo es losgeht, in Topform ist. Ja, danke vielmals für deine Worte nochmal. Wir haben uns ja vielmals gesehen, die Saison, nächste Saison wird das nicht anders. Ich hoffe einfach, dass du beim Umdrehen von diesen Steinen viele wieder zurückgedreht hast, weil so schlecht war die Arbeit sicherlich nicht. Dein Team hat guten Fußball gespielt. Hat nachgelassen in dieser Rückrunde aus mehreren Gründen, aber ich glaube, wenn man so startet wie letzten Sommer, dann kann sich das noch sehen, oder? Ja, ich denke es auch. Ich sage auch nicht, dass alles komplett schlecht ist, überhaupt nicht. Ich denke auch heute, wenn man eventuell eine Irina vorne hat, die brennt und unbedingt das Goal erzielen will, sieht es auch noch etwas anders aus. Und ich habe gesagt, dass du mit so einem schmalen Kader, jetzt heute machst du wieder zwei Wechsel, es ist irgendwie gefühlt die 30 Grad. Dass hier die Batterien irgendwie schwer sind. Und eben, es geht eigentlich in dem Sinn fast um nichts mehr. Eben, es ist her gesagt, aber ob jetzt du schlussendlich dritte, vierte, fünfte oder sechste bist, ich sage, in den Frauen spielt das in dem Sinn keine Rolle, weil die Tabelle ist noch irgendwie ein paar Wochen aufgeschaltet und dann ist das vergessen. Dann hat jeder nur noch von Zürich und von Lugano, die sich dort qualifiziert haben. Was hinten dran war, interessiert noch den Absteiger und der Rest ist eigentlich egal. Und ich finde einfach, eben, du könntest dort einen Reiz schaffen. Bei den Männern gibt es den Europacup, wo interessant ist. Und einfach bis am Schluss irgendwie so ein bisschen kannst du die Spannung behalten, wie auch immer. Ich habe die Lösung auch nicht, aber ich merke, dass bei uns einfach Batterien drunter waren, einfach auch mental, weil eben, jetzt ist es abspulen worden gegen Schluss. Ja, du sprichst Satirina. Hat nicht können spielen. Die drei besten Torschützinnen laufen nicht an von Anfang. Das ist eine komische Sache, aber am Schluss fünf Spielerinnen mit 17 Goal, bei Lugano zwei von denen. Was heisst das wieder für die Liga, wenn wir zurück auf unsere letzten Gespräche anschrauben? Ja, ich denke, dass man schlussendlich einfach auch sieht, wie stark dass, Teams zum Teil von Individualistinnen abhängig sind. Weil eben, ich sage, wenn man bei Lugano allein die Goal wegnimmt von diesen zwei, wenn man bei uns Goal wegnimmt von der Irina, dann siehst du einfach, wie schwierig dass es schlussendlich ist, solche Spielerinnen zu ersetzen. Dass du einfach diese Breite nicht hast, um nachher solche Ausfälle auch zu kompensieren. Es braucht sicher Zeit. Eben. Wir haben einen Svenja, der sicher gut kommt. Aber eben, du kannst nicht verlangen, dass irgendwie eine Spielerin mit einem 0-2-Jahr-Jahrgang dir kommt, Tränen schiessen in solchen Match. Die wird auch irgendwann ein Tief haben, weil das geht nicht einfach so weiter. Und das braucht Zeit, aber schlussendlich eben liegt es an uns, dass wir sagen, schon im Nachwuchs, und wir müssen die selber ausbilden. Das Ziel ist nicht, dass die irgendwo zusammenkaufen, sondern dass du selber sagst, hey, unsere Arbeit im Nachwuchs muss so gut sein, dass du die eben, wie blöd gesagt, daran züchtest, dass du jedes Jahr so ein, zwei solche Spielerinnen rausbringst und dann hoffentlich eben auch über mehrere Jahre auch auf diesem Level shooten und somit die Liga aufwerten. Schlusswort.
Du bist jetzt der einzige Trainer nebst Lugano und Zürich, der mit einer positiven Goalbilanz die Saison abschließt und nicht auf dem dritten Platz. Das ist auch ein Witz, oder? Ja, ich sage nach wie vor, dass eigentlich du gewinnst Titel, wenn du eine gute Defensive hast. Und das ist, für mich ist es ärgerlich zum Teil, wie wir Goal bekommen haben, weil ich kann nicht einmal sagen, dass das irgendwie mit, dass du irgendwie jedes Mal irgendwie so auseinandergespielt worden bist, dass deine Abwehr das nicht können irgendwie super zustellen. Aber wir haben Goal bekommen, wenn ich sage, wenn du mit einem langen Ball, jetzt auch heute in dem Spiel, ich meine, du kannst in der ersten Halbzeit 1-0 in Rückstand gehen. Sie sind in der ersten Halbzeit, in der zweiten sind sie ein bisschen besser drin, aber in der ersten Halbzeit haben sie keine Goalchancen rausgespielt. Und gleich kommen sie zweimal gefährlich vor das Goal, wo einfach irgendein langer Befreiung geschlagen ist, wo wir wieder in der Abwehr innen unterlaufen. Und das sind einfach Sachen, wir haben solche Goal bekommen, die einfach brutal ärgerlich sind, wenn nach der Rückstand eigentlich hinten musst du nachsäckeln, weil solche vermeidbare Goal bekommst. Und mein Ziel war eigentlich immer, dass man sagt, man schafft aus einer super Defensive raus. Dort sicher auch. Ich sage, würde natürlich ein Konkurrenzkampf das Ganze noch ein bisschen anheizen, wenn du eine Spielerin hast, die vielleicht einmal ein, zwei Mal so einen Bock schießt. Ich bin der Erste, der sagt, trauen Fehler machen. Aber ich sage, wenn zwei, drei Mal solche Böcke schießt, ist das einfach auch mal als Trainer kannst du ein Zeichen setzen und sagen, jetzt hockst du mal und jetzt kommt die andere. Und wenn die gut spielt, dann gut, dann ist die nächste Match halt auch wieder dort. Das ist die Breite, die uns gefällt hat, nicht nur in der Abwehr, sondern eigentlich auf dem ganzen Platz. Weil dann sage ich, da kommt die Lethargie auch nicht zum Tragen, weil du halt einfach immer musst an die Grenzen gehen. Gut, Glenn, ich wünsche dir schöne Ferien. Bis bald. Danke.